Und eine weiter herzlichere Begrüßung zum nächsten Part von Pokémon Yellow. Nein, Gelb. Komm, wir bleiben bei German, ne? Steht ja extra drüber, oben drüber im Titel, ne? Hat sich nämlich letztens meiner aufgeregt, ey, warum hast du das ein deutsches Let's Play? Hat man nämlich nicht gesehen, da hatte ich nämlich den Titel hier oben nicht drin, zu stehen, dass das ein German Let's Play ist. Das muss man immer anmerken, dass man Deutsch spricht, weil es ja nicht erkennbar ist, dass YouTube auch für mehrere Nationen verfügbar ist, ne? Mal so ein bisschen Kritik zu äußern an... Naja, so anders sprechende Menschen. Also jetzt nicht gegen anders sprechende Menschen, ich finde andere Sprachen cool. Im Gegenteil mag ich unsere deutsche Sprache gar nicht. Ich finde die manchmal andere Rechtschreibung ist viel leichter als unsere. Also, Jünore quatscht wieder mal, ohne wieder mal irgendwas zu machen. So jetzt mal... Oh, der will gar nicht kämpfen. Was willst du denn dann? Auf meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes... Oh, was denn? Das etwa? Sieht ungefähr so aus. Nämlich Relaxo. Und hier kriegen wir unseren Pokédex-Eintrag dafür. Ist ja cool. Der Relaxo, der Taktträumer. Größe und Gewicht, naja, wird man die Tonnen schätzen. Also wiegt so wie ein Kleinwagen. Oder wie deine Mutter. Gut, jetzt. Ich bin auf die Idee gekommen, das ist mir jetzt aber auch ein Rätsel. Nötig, denk mal, wird Zeit, die restliche Trainerüberflut hier platt zu machen. Das ist noch ein Item. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Oh nein, nicht schon wieder Wasser. Hört auf, mein Wasser-Pokémon. Ich krieg die Krise, Mann. Ist doch voll beschissen. Und da ist ein Goldini. Mann, du kommst da in mein Fischglas, du Opfer. Toll. Das Gute ist, Goldini kann keine Wasserattacken, jedenfalls jetzt noch nicht. Das heißt, ich könnte so ein bisschen mit Schlitzen und Kratzen da mal ein bisschen so mit den weiblichen Attacken, ne? Kratzen, Beißen, Spucken und so, ne? Das sind die weiblichen Kampfattacken so. Die auch immer Volltreffer sind und übelste fiese Nebeneffekte haben. Dumm. Da werde ich jetzt mal ein bisschen beschleunigen, sonst komme ich hier wieder nicht aus dem Knick im Part und krieg wieder eine Nische backen. Na toll, Tentacha, der kann aber eine Rubessäure, also wenn ich Glück habe, vielleicht... Och, Wickel, okay, das ist ja auch das kleinste Problem jetzt unbedingt. Ja, ja, mach mal deinen Wickel hier, wickel dich mal selber. Weil wenn ich dich schlage, dann scheißt du dir direkt ein und brauchst eine Windel, du Opfer. So, noch ein Goldini. Da ist ja Glutex so gar nicht so falsch. So, ja, hier dein... Ups, das hat jetzt aber doch schon ein bisschen wehgetan, ne? Scheiß Rutenschlag. Schlag dir gleich mal meine Route, wenn sie sich meine dicke Fleischpeil... ich drifte immer ab, das ist furchtbar. Echt, ich finde das manchmal. Oh, das war's für mich. Tschüss. Ja, danke für die Knete und für die Experience. So, mal gucken, was das hat für ein Item. Glutexo hat jetzt auch die 22 erreicht. Das ist aber very positive. So, bist du hier auch ein Trainer, war ja klar. Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. Das macht irgendwie auch gar keinen Sinn. Bleibt er, naja, in der Oberhand, würde ich sagen, aber jung bleiben und dann... Wettstreit mit der Jugend, beweist er nicht, dass er alt ist. Toll, jetzt hätte Glutex noch mal was machen können. Jetzt habe ich natürlich Pikachu am Hut und mache erstmal eine Paralyse. Denn ich habe immer gemerkt, wie nervig Paralyse eigentlich ist, also dachte ich, ja, hänge ich so meinem Gegner auch... Ach du Scheiße. Dorschlitz. Wow, voll den Ultraschall in die Sicht gekriegt. Du Arsch, jetzt kriegst du meinen Schwanz in die Sicht. Jetzt schon wieder, ist ja furchtbar. Also ich meine natürlich den Schweif, ne, das ist ja ein Unterschied. Dann muss man ja mal ganz doll festhalten. Und warum ging der daneben? Ah, die Attacke aber auch. Super. Manu! Dieser Kackschlimm, Alter. Der trifft auf 2 Kilometer kein Scheuntor. Jetzt sind wie die Deutschen bei uns im Fußball. Die treffen ja auch nichts, auch wenn es drauf ankommt. Dann verkacken die direkt den Ball 2 Meter vom Tor und schießen ihn direkt über die Latte oder neben die Latte oder dem Torwart direkt in die Arme. Unsere Verwandlungsquote unserer deutschen Mannschaft ist saumäßig, aber ich beschwere mich nicht, doch, habe ich schon. Aber ich könnte es ja auch nicht besser, von daher will ich da jetzt nicht groß den Kritiker spielen. Pikachu erreicht 23 und ich halt einfach mal meinen Maul. Guck mal, okay, Magnetilo. Da ich ja noch kein Boden-Pokémon habe, da ja Nidorino noch kein Erdgedöns oder sowas drauf hat, werde ich einfach mal mein böses Pokémon auspacken, nämlich meinen Psycho. Oh, Psycho, mach mal hier ein bisschen Ratzefatze hier, Kabusch und tschüss, Mann. Haus, bis später und so. Und Kai besiegt den Gentleman. Oh, das fühlt sich gleich, da fühlt man sich gleich jünger. Aha, okay. Kai für eine Top-Ether. Super, auch ein nützliches Item, gerade für so Höhlen später gedünst. Da kann das mal sehr hilfreich sein. So, mal gucken, was ist hier drin? Eine Oma. Pokémon kann ein bisschen mit dem Zerschneider klein hacken. Ja, hol dir mal die 3. Szene. Man versteht dich so schlecht. So, ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser surfen sehen. Ja, das soll es geben. Das kennt man auch immer. Die Pokémon, die... Oh, da freue ich mich drauf, wenn der Surfer kommt und so. Ah, da findet man so geile Pokémon teilweise. Ja, ich denke mal, ich werde Pikachu schon noch ein bisschen weiter drillen, dass der vielleicht mal den Donnerblitz lernt. Wäre ganz... Och, Menno. Oh, was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Das ist eine gute Frage übrigens. Starke, seltene Pokémon. Also, man kann, zieht man natürlich beides vor.
Aber ich muss sagen, seltene Pokémon, also gerade wenn man jetzt an Legendär denkt, sind immer für mich eigentlich so, naja, die sind immer so überpowered und brauchen so viele Erfahrungspunkte. Also im Schrägstrich macht es weder Spaß, mit denen zu kämpfen, noch sie zu leveln, weil es immer lange dauert und die Kämpfe sind immer extrem übereinfach. So einzelne legendäre Pokémon im Team haben, finde ich, ja, verzeihbar, sag ich mal. Also ich weiß, dass es gibt ja Turniere für Pokémon. Da habe ich ja letztens mitbekommen, dass es da so eine richtige Turnierszene zu gibt, was ich ziemlich krass fand. Weil, ja, da erzählte mir jemand, ja, ne, du spielst mit voll den scheiß Taktiken oder so. Also jetzt nicht zu mir, das habe ich irgendwo mal gelesen in irgendeinem anderen Let's Play. Ich weiß gar nicht, wo genau dabei war. Da fragt er mich gerade einen Falschen. Naja, jedenfalls, ja, Ponita, okay, ich glaube, das schafft Pikachu jetzt nicht mehr. Wo ich könnte ja... Ach, dann packt er einen Stampfer aus und dann... Ja, verreckt er wieder die dumme Sau. Und ich habe immer noch kein Wasser-Pokémon, verdammte Scheiße. Na, da kommt jetzt mein Psycho, mal der gute Allrounder für alles. Naja, also ich denke, dass... ja, es gibt auch eine Turnierszene auf jeden Fall. Und in der Turnierszene sind ja diese sogenannten Uber-Pokémon. Warum heißen die Uber? War, hat einer die Ü-Striche vergessen oder was heißt das? Ja, Uber, ja, U-Bahn oder wie, ich verstehe nicht. Also ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich sage, da hat jemand die Ü-Striche vergessen. Naja, warum auch nicht? Oh, komm schon. Ist ein Witz, oder? Wo warst du, als die Party lief? In deiner Mutter. Also jetzt aber wieder mal Feierabend hier. Und ja, ich mag den Spruch, jetzt aber Feierabend hier. Oh, ein Knuddelluff. Oder jedenfalls die Vorstufe davon. Ich glaube, das dürfte unser Pikachu doch noch schaffen, oder? Vielleicht, ja schon. Naja, oh geil. Volltreffer und paralysiert. Fick dich, geh mir weg mit dem Aussetzer. Ich hab noch einen Donnerschock, reicht nicht. Und der Slam trifft natürlich nicht. Und ich krieg den Pfund ins Gesicht. Oh, ich lebe noch. Ah, super austauschen. du kriegst meinen Pikachu nicht tot. Du musst es mit dich kaputt, Alter. Du buckst deine Mutter. Oh, Doppelkick. Tschüss, Mann, du Opfer. Ja, wo waren wir stehen im Beam? Ja, gibt ja so eine Turnierszene. Und da sind ja Uber verboten. Uber sind hierbei viele legendäre Pokémon. Boah, nee, das ist ein Witz, oder? Boah, das ist ein Scherz, oder? Das ist ein ganz dummer Witz jetzt. Du bist doch einfach nur dumm. Dumm. Das kotzt mich gerade an. Warum hab ich denn zu viele? Items sind doch nicht so viel. Das ist gerade wirklich total scheiße. Ja, gut, ich mach jetzt mal weiter. Das mach ich eigentlich ungern. Ne? Ich hoffe mal, gestern nicht. Muss mal gucken. Drei Türen. Gut, dann muss ich mal gucken. Die letzten drei Türen. Da werde ich jetzt die Trainer machen, aber noch nicht die Items mitnehmen, ne? So, was sagst du hier? Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Ja, toll. Hast du die Safari-Zone in Fuchsania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ja, das stimmt. Rein will ich da auch mal, aber fangen kann ich da bestimmt nicht alles, weil ich bin da extrem schlecht drin. Ich stelle mich wahrscheinlich immer nur zu blöd an. Da gibt bestimmt irgendeinen Trick dafür, in der Safari-Zone erfolgreicher zu sein. Aber ich bin's nicht. Aber das werdet ihr alle noch sehen. Der Kapitän war kräutebleich. Er sah schlecht aus. Falsche Stimme. Viele Leute werden leicht seekrank. Nein, ich nicht. Habe ich ja im letzten Part schon mal erwähnt. So gut, dann würde ich sagen, geht mir jetzt heilen. Hol mir dann hier in der dritten, vorletzten Tür, weil wir sind ja hier so weit durch, nicht wahr? Das heißt, ich werde jetzt mal mittelsten mit Emulator. War die falsche Strategie, glaube ich, oder? Ja, genau, hier und dann tschüssi Portier und dann tschüssi Boot und tschüssi Hafen und hallo Orania City und hallöchen Pokémon Center, was hier irgendwo. Ah, da. Heil mich mal, please, hier. Speed Motion on. Ah, und geheilt. Ja, danke. So, ja, worüber war ich schnell? Ich lass mich ständig ablenken, das ist furchtbar. Und, ja, ne, da gibt's keine legendären Pokémon, da, die haben allerdings nicht mehr den Grund, dass die haben ja extrem hohe Werte meistens. Legendäre Pokémon sind ja mal, zeichnen sich dadurch aus, dass sie mal einen sehr großen Attacken-Move-Pool, ja, so nennt man das, habe ich auch als erst erfahren. Ja, willkommen, das sagst du mir jetzt schon das 10-millionste Mal, du Affe. Spaten. Aber egal. Und, da gibt's auch Pokémon, die sind, also es gibt ja legendäre Pokémon, ich glaube, Beispiele, was wurden da genannt? Ich glaube, Manaphy, das ist so ein Wasser-Pokémon irgendwie, ich hab das noch nie gehabt, aber ist ja egal. Jedenfalls ist das gar nicht so überpowered, aber es ist halt immer als Uber, weil das soll halt vernünftigen Attacken-Move-Pool haben. Und außerdem sind ja legendäre Pokémon meistens immer nur über so eine Limited Editions, also das ist ja meistens so eine Tour von Nintendo, da kann man sich die über so eine WLAN-Spot runterladen oder so. Ich kenne mich da wirklich nicht aus, ich hab mir noch nie so ein Pokémon irgendwie auf so einem runter. Ich hab wieso gar nicht, wo die ganzen legendären Pokémon immer haben. Ich weiß gar nicht, wie man Mewtwo auf irgendwie, also gerade Mew, also Mewtwo geht ja vielleicht noch, aber wie man Mew auf irgendwie die vierte Generation kriegt, weil man kann doch Mew zwar in der Gelben fangen, das weiß ich ja jetzt. Aber man kann doch, also, naja, es geht ja nicht, dass man, ja, ach man, ich hab vergessen, ein Item abzulegen, ach, verdammte Scheiße. Gut, ja, normal, ach, lass mich in Ruhe, dumme Treppe.
Du fällt mal drin. Ja, toll. Kai, das hätte dir eh einfallen sollen. Aber na, wenn man noch quatschen ist, vergisst man sowas schnell mal. Tut mir ganz dolle leid. Also jetzt hier nichts kommen mit, oh, ich geb den Daumen runter, das ist 2 Sekunden meines Lebens verschwendet und so, ne? Wir kennen den Spruch ja alle. Ja, und denk mal da. Ich mag die normalen Pokémon schon ganz gerne. Ich finde einfach nur legendäre Pokémon sind einfach nur ewig lange zu trainieren. Deswegen nutze ich lieber die normalen Pokémon. Finde ich cooler, die sind überpowered, da macht das Kämpfen Spaß und so. Also ich habe auch jetzt in meiner aktuellen, ich habe jetzt schwarze noch irgendwo am Spielen, oder ist das die weiße? Ne, ist die weiße. Und da habe ich ja auch diese Seekrummen Dinge, die Döns hier, Donnerdrache ist das, glaube ich, habe ich da auch in meinem Team, weil ich das Pokémon halt einfach cool finde und eh so ein Legendäre, das kann man schon mal verkraften. So, jetzt gebe ich mal hier das ganze Döns ab hier, erstmal wenigstens eins, das muss reichen. Und dann, ach nee, halt, ich muss noch ein zweites ablegen, weil ich kriege ja den Zerschneider noch. Das darf ich nicht vergessen, sonst gibt das wieder Dinge auf der Schnauze, ne, dann krieg ich Ärger. Leg ich mal noch in die Döns ab und dann gehe ich zum nächsten Party einfach mal rein und leg mal ab, weil dauert immer ein Weilchen, weil wenn man mit dem Immunator mal schnell in der Nacht legt, man schnell was ab, was man nicht ablegen möchte und dann muss man wieder wechseln und dann, ach, alles scheiße. Ja, das Itemsagerungssystem in der ersten Generation war ziemlich scheiße. Man konnte also wirklich nicht viele Items bei sich führen, ist ja nicht realistisch, aber irgendwie nervig. Ja, ist ja gut, willkommen, hast mir jetzt schon zum 10. Mal gesagt, du Affe. So, ich denke mal, es wird Zeit, Gary in den Allerwertesten zu treten. Oder wer es denn in der Obszönsprache hören möchte, wir reißen ihm die Arschrille auf. Aber gut. So, jetzt Item habe ich mitgenommen, oder? Nee, halt nicht. Konnte ich gar nicht. Hab einen erbelichtig, Trottel. Alter, Twaggel, ne? Oh, ein Sonderbonbon. Okay, ich glaube, dafür hat es sich gelohnt, auf jeden Fall. Sonderbonbons, ich liebe sie. Das setze ich aber grundsätzlich nicht ein, weil ich denke mal, nee, ich setze sie später ein. Und dann am Ende irgendwie setzt man sie gar nicht ein. Ja, das ist natürlich immer toll, ne? So, jetzt muss ich mal überlegen. Der dürfte wieder was Flugiges oben haben. Der Pikachu wäre gar nicht schlecht eigentlich. Ja, ich denke mal, das ist vertretbar. So, dann komm mal her, du Spaten. Lass mir da mal Gary. Oh, Sian, Kai. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Kai, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Oh, oh. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Ich rauche das hohe Gras lieber, aber das ist ja ein anderes Thema. Nein, ich bin nicht drogenabhängig, auf keinen Fall. Das möchte ich nochmal festhalten. Nö, würde ich auf keinen Fall unterstützen. Pika, genau, ist ja gut hier, los, Donnerschlag. Da ist wieder mein Habitat, ach, ich liebe es, das ist immer so schön schnell tot. Subratifratz, ne, okay, da ist Pikachu natürlich mal der Falsche, der ist ja vom Hyperzahn immer so anfällig. Weil, ne, wenn zwei Mäuse sich gegenseitig beißen, dann tut weh, ne. Auch wenn es nur Level 16 ist. Pikachu ist immer so anfällig gegen jede Angriffsattacken, die so... außerhalb von Spezial sind, das ist immer ein bisschen ätzend. So, Typi wäre tot. Nidorino kriegt ein paar IPs und Sander, ne? Ich natürlich jetzt genau den richtigen. So, kriegst hier Patsche ins Gesicht und tschüss mal. Spaten. So, Evoli, da ist nochmal Nidorino ran, hier mit seinem... Ach, jetzt wollte ich... Ja, jetzt aber Patsch und tschüssi und toll, er lebt immer noch. Jetzt aber nur Heuler, eine so eine Heulsuse. Tschüss mal, du Opfer. Spaten Evoli und Gary sind down und Nidorino kriegt als Belohnung die 23. Cool. Finde ich wirklich very nice, Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. 1300 Poppeldollar ist noch dazu. Das soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Ja. Hau ab, du gay Homo Spaten, Alter. Ich mag Gary nicht. Mochte den schon in der Serie nicht. So, hier ist nämlich Mr. Kapitän. Der ist nämlich als Kapitän seekrank, was auch total hilfreich ist als Kapitän. Ja, ne, also da hat Captain Jack Sparrow schon Schlimmeres mitgemacht. Möchte ich mal erwähnen, so. Der kämpft ja, glaube ich, gar nicht mit uns, oder? Ups, mir geht's gar nicht gut, ups. Kai massiert dem Kapitän den Rücken. Iiii. Rubbelschrupp. Jetzt wird's aber... ja, okay. Oh, danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's nämlich einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Kai erhält VM1. Und VM1 ist die VM für den Zerschneider. VMs, ich erklär's mal. Ich denke, das weiß ja nicht jeder. Aber naja, für den Notfall halt. Nee, wir haben ja gesehen, wir haben mal TMs gekriegt. Die kann man nur einmal benutzen. Den Zerschneider kann ich beliebig oft verwenden. Wenn ich ihn dann brauche, wie mich das jetzt allerdings beibringe, boah, ihr fragt mich Sachen, ich habe keine Ahnung, ich würde es wahrscheinlich eher dieser Knoss beibringen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es doch nicht.
Ist ja auch unwichtig. Auf jeden Fall werde ich ihn irgendjemand beibringen, wenn es denn brauchbar ist. Ich kann ihn ja erst einsetzen, wenn ich Major Bob den Allerwertesten versohlt habe. Den Major Bob, den Baumeister hier, den Spaten. So, wenn ich jetzt rausgehe, leg das Boot ab. Badadam, tutut. Tschüssi, haut da. Und das Wasser bewegt sich ganz komisch mit irgendwie. Was ein bisschen crazy aussieht. Aber ich glaube, das soll so eine Wellenbewegung an ihm hier darstellen. Ne, ihr wisst schon. Badam, dadel, dada. Und weg ist das Schiff. Tutut. Tschüssi. So, jetzt sind wir auch nicht mehr rein. Das Schiff ist in See gestochen. Wie, mit einer Gabel, oder? Ich glaube, der Witz ist auch schon ein bisschen älter. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt den Zerschnippler. Ach nee, warte mal. Ach, den können wir ja schon einsetzen, wenn wir... Ah, warte mal, das ist eine... Haben wir einen Chicken gefangen, haben wir dieses Pokémon gemacht? Weiß ich doch. Gut, das können wir doch erst machen, nachdem ich den dritten Orden habe. Ich denke mal, das heißt, ich muss jetzt doch jemand Zerschneider beibringen. Aber wen ist... Mal gucken. Wer kann dann einen Zerschneider hier brauchen? Wer hat denn da Platz für... Wer kannst du denn überhaupt lernen? Das ist ja erstmal die Frage, ne? Das ist ja erstmal das Wichtigste. Also ich würde sagen, dieser Knosp und Glutexo und ja. Jetzt ist die Frage, wem bringe ich was bei? Also, ne, Glutexo ist ja ein geteilter Typ. Das heißt, wenn der später Flugattacken lernt, kann er Flug- und Feuerattacken beherrschen. Das ist aber schon mal cool. Dafür braucht man aber ein bisschen Platz im Attackeninventar. Dieser Knosp kann aber nicht wirklich was Giftiges lernen. Das heißt, es wäre ganz gar nicht schlecht, dem Zerschneider beizubringen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tja. Ach komm, wir machen es mal bei dieser Knosp. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, was ich meinen Attacken später für Möglichkeiten geben soll. Naja, möglich wäre ja irgendwie... Ach komm, Giftpuder, können wir erstmal wegmachen. Es gibt ja auch, glaube ich... Gab es hier schon Attacken von in der ersten Generation? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Dieser Knosp lernt den Zerschnippler. Ich so nenne ich den immer ganz liebevoll. So, dann werde ich mich jetzt mal heilen gehen, weil Gary uns extrem geschwächt hat. Der war extrem gut, hat uns voll fertig gemacht, nicht wahr? Hat jedes Pokémon down gehauen. Am Ende musste ich eben dem letzten das Pokémon auf die Fresse, damit es umfällt. Und dann konnte ich Gary dadurch besiegen, dass ich das Pokémon totgeschlagen habe. Mit meiner Fist of Doom, nicht wahr? Ne, mit dem Falcon Punch so voll ins Gesicht, so. Dem Evoli, das war echt übermächtig und so. Gut, ich spare mir jetzt doofe Ironie. Das ist so, glaube ich, nicht mehr witzig. So, jetzt will ich natürlich gerne mit dem Zerschnippler gucken, was da drüben nur eigentlich los ist, ne? Aber ich glaube, das mache ich jetzt wirklich erst, wenn ich Shiggy habe, weil ja dann die Post abgeht, ne? Und wenn Post abgeht, ist immer cool. Abgehende Post ist geil. Oh, abgehende Post, da könnte ich euch gerade ein Märchen zu singen. Aber das spare ich mir einfach mal. Und würde sagen, zum nächsten Part bin ich mal im Pokémon Center beschäftigt, um mal da Items abzugeben. Und dann jetzt hier weiter im nächsten Part, Freunde. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut rein und tschüssi Kowski. Ciao. Bis dann. Macht's gut.